Ein neuer Morgen, ein neuer Tag und da wird um 6 Uhr schon gefüttert. Und da ist er, das ist der, den ich Rambo nenne. Der verschafft sich immer Platz, der drängelt sich immer vor. Das ist der vorwitzigste und neugierigste von allen. Das wird man hinterher noch sehen, wie der die anderen wegschubst und ich bin die Nummer 1. Hier war gerade ein sehr großes Theater zwischen anderen Rotkehlchen. Vielleicht macht der Papa deshalb hier irgendein kleines Tänzchen. Ist das Imponiergehabe? Keine Ahnung. Oh, hallo Professor. Und der nächste. Rambo setzt sich wieder durch. Ich möchte gucken, was da draußen los ist. Neugierig. Und da hören sie Menschen vorbeikommen und Schritte. Da müssen wir doch wieder in Deckung gehen, hat die Mama uns immer signalisiert. Auf Wiedersehen. So, alles vorbei. Jetzt könnte mal wieder Futter kommen. Ja. So, einer macht wieder Bewegung. Oh, Rambo probiert schon seine Flügelchen aus. Ja, ich will da jetzt raus. In die weite Welt. In die weite Vogelwelt. Aber vorher noch eine Mahlzeit ist auch nicht so schlecht. Man hat wieder gesehen, der Kleine rechts hat wieder nichts abbekommen. Jetzt sind die Blätter fällig. Und da sind wieder menschliche Schritte gleich zu hören. Und wups,
ziehen wir die Köpfe wieder ein. Naja, und wer ist als Erste wieder auf der Bildfläche? Rambo. Er putzt sich auch ständig. Och, Professor will auch mal wieder was sehen. Nix da, kein Platz. Kommt da wieder Futter? Na, viel war das nicht. Wir könnten noch mehr vertragen, meint auch der Professor. Augen rechts, Augen links. Wenn sie kommt, kommt sie von links, Jungs. Es scheint nie genug. Und diesmal bekam auch nur einer was ab. Na, sehnsüchtige Ausschau. Kommt sie bitte nochmal. Irgendwo scheint sie im Anflug zu sein. Und Rambo denkst dich, jetzt mach ich mich fertig, dann kann ich demnächst mein eigenes Futter holen. Jetzt müsst ihr gleich mal in der nächsten Sequenz kurz aufpassen. Ich habe ja immer von den Kotsäckchen gesprochen, welche die Eltern raustragen. Aber man sieht es hier ganz genau. Die Kleinen halten den Eltern ihren Pöppes hin, dass sie das Kotsäckchen da rausziehen und mitnehmen. Ich finde das fantastisch, was die Natur da eingerichtet hat. Am nächsten Tag ist es nochmal ganz, ganz deutlich zu beobachten.
Oh Rambo, ich glaube, du bleibst nicht mehr lange. Du übst im Nest schon mal deine Flügel auszubreiten. Na, ob das wohl der Erste ist, der uns verlässt? Alle anderen haben zu kuschen, weil er seine internen Flugübungen macht. Ja, ich will raus. Ich habe die Kamera jetzt laufen lassen, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass Rambo sich heute verabschieden wird. Da es aber jetzt schon nach 19 Uhr ist, hoffe ich, dass wir morgen früh noch alle vier antreffen.